Nächster Redner ist Christian Lausch von der FPÖ. Der Bundesregierung, Hohes Haus. Ja, wo soll ich beginnen? Wir mal bei der zuständigen Staatssekretärin jetzt für öffentlichen Dienst. Sie sind jetzt in 9 Monaten die dritte Zuständigkeit. Da kann man dieser Bundesregierung nur gratulieren. Genauso verläuft sich das Ganze ja beim Herrn Finanzminister, der nicht weiß, der was ja sagt, es gehört ausgabenseitig eingespart. Sie sind der vierte Finanzminister in 6 Jahren. Gratulation. Das zeigt natürlich, dass diese Republik in Bewegung ist, beziehungsweise vielleicht auch nicht weiß, ob man die richtigen Personen findet oder ob diese Bundesregierung überhaupt noch die richtige Bundesregierung für diese Republik ist. Ja, was die Frau Staatssekretärin bis jetzt im Finanzministerium so gemacht hat, da glaube ich, ist man etwas im Unklaren. Sie waren zuständig für Steuerreformen. Man weiß es nicht, man hört nur relativ viel, dass sie gewisse Reformschritte dieser Bundesregierung im Finanzministerium nicht erklären konnte. Das macht uns jetzt einmal als öffentliche Bedienstete nicht besonders sicher, warum es der Kanzleramtsminister abgegeben hat. Ja, man weiß es nicht, aber eines kann man natürlich schon feststellen, der Herr Bundeskanzler hinter mir sitzend ist personell sehr gut bestückt, also dass man da für Bildung, für Wissenschaft die Republik nicht kein Geld mehr hat, dass man keinen Wissenschaftsminister mehr hat, das darf einen nicht wundern, wenn sich alles im Bundeskanzleramt scharrt, dass der Herr Bundeskanzler Faymann hier die beste Vertretung hat oder seine besten Berater hat. Ich glaube, diese Republik hat ja eines noch nicht, das ist ein Vizekanzleramt. Ich glaube, das haben wir ja nicht, aber da nimmt halt bei der ÖVP, die lernen recht schnell, da nimmt halt jeder seinen treuen Mitarbeiter gleich einmal Staatssekretär mit. Das ist auch schon, also hätten wir auch jetzt nach dem Bundeskanzleramt haben wir auch, das kann man jetzt so feststellen, hat diese Republik auch ein Vizekanzleramt, weil da hat man immer gleich einen, ja, so, lieber Bernd, so laut, dass du immer wirst, und so richtiger liegt man da draußen am Rednerpult, da wirst du immer nervös, nicht? Man braucht ja nur immer schauen, aber das ist natürlich klar. Und da, lieber Herr Finanzminister, bevor Sie uns jetzt verlassen, da gebe ich Ihnen, schauen Sie in Ihren Reihen sich um, da können Sie ausgabenseitig viel sparen, vielleicht können Sie hier diese Regierung überzeugen, dass man vielleicht nicht alles im Vizekanzleramt oder im Bundeskanzleramt schauen sollte, dann hätte man vielleicht für diese Republik, für wichtigere Sachen auch Geld. Das wäre wichtig, das wäre sinnvoll, das würden Ihnen dann bei den Umfragen, bei den Wahlen die Bürger honorieren und dann würden Sie nicht so liegen, wie Sie tatsächlich liegen. Das muss man halt sagen und dann brauchen Sie auch nicht so nervös werden, wenn man hier draußen Ihnen einmal den Spiegel vorhält. Nämlich, dass sichtlich die ÖVP einmal mit Geld nicht umgehen kann. Das kann man einmal so sagen. Das kann man sagen. Schauen Sie sich Niederösterreich an. Schauen Sie sich an die Gemeindekassen in Niederösterreich. Und dann wissen Sie, ÖVP-Hand ist nicht unbedingt eine Reaktion, dass man sagen muss, das ist gut für das Land. Und da kann man nicht umgehen. Und außerdem habt ihr es geschafft, in 6 Jahren den vierten Finanzminister. Wahrscheinlich will das keiner bei euch. Oder es kann keiner, scheinbar. Jetzt haben wir mal 2014 von den vierten. Ja, Kärnten ist rot regiert, das ist sehr, sehr gut und ich glaube, dort gibt es auch Probleme mehr vielleicht. Aber man soll sich nicht immer am Koalitionspartner orientieren, man sollte vielleicht ein bisschen weiterdenken und das Ganze ein bisschen ernster nehmen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, ich gebe den Kollegen Bendl in einen Recht. Er sagt, die öffentlich Bediensteten leisten hervorragende Arbeit in dieser Republik. Und ich muss ihm wieder sagen, das kann ich jetzt schon fast bei jeder Rede ihm sagen, trotz dieser Bundesregierung muss man sagen, weil eines ist einmal klar, wenn man innerhalb von 9 Monaten die dritte Zuständige oder den dritten Zuständigen erhält, dann zeigt das nicht von, dass man diesen Job bzw. diese Aufgabe bzw. die öffentlichen Bediensteten sonderbar ernst nimmt. Da kann man sich dann daherstellen und immer wieder bedanken. Das kann ich Ihnen nur sagen, die öffentlichen Bediensteten teilweise schon nicht mehr hören können. Die wissen, dass sie gut arbeiten, aber man muss sagen, nicht wegen dieser Bundesregierung, sondern trotz dieser Bundesregierung. Danke. Die ÖVP könne nicht mit Geld umgehen, kritisiert Christian Lausch von der FPÖ.